Ja, ein zweites Glück auf Klausthal. Mein Name ist Angela Binder, ich bin Bergbauingenieurin und hier für unseren Bereich so ein bisschen angehende Fachdidaktikerin. Okay, ich habe euch abgehängt, als ich gesagt habe, Bergbau, ne? Wir haben noch Bergbau in Deutschland. Wenn ihr eins aus diesem Lightning Talk mitnehmt, dann bitte das. Bergbau ist nicht Dirty Duck Dangerous, sondern Sustainable and Sexy, okay? Bergbau. Wir haben viele Leute, die sagen, ja, Bergleute, ne, das haben wir immer schon so gemacht und es lief auch alles ganz gut, bis dann irgendwas passiert ist. Und meistens war das der Fall, weil sich die Gegebenheiten geändert haben. Und dann, naja, dann hatten wir einen Unfall und das hat einfach nicht mehr funktioniert und die Kosten sind hochgegangen. Wir sagen deshalb unseren Studierenden, nicht drauf vertrauen, nicht, das haben wir immer schon so gemacht, sondern anders. Guckt euch die Charakteristik von eurem Projekt an, dann wählt ihr auf dieser Basis die Prozesse aus, die Maschinen und daraus plant ihr ein ganzes Bergwerk. Aber Moment, diesen Punkt, das haben wir immer schon so gemacht, da klingelt es doch auch bei euch in den Ohren, oder? So Lehrende, die sagen das auch ganz gerne mal, oder? Das haben wir immer schon so gemacht, das ist doch immer schon so gelaufen. Das kommt aus so einer gewissen Intuition. Ich meine, wir sind das gewohnt, wir haben uns so ein bisschen angepasst und das ist auch alles ganz gut gelaufen. Bis März 2020, Covid-19 und dann hat das halt nicht mehr so funktioniert, weil irgendwie war die Intuition weg. Das war nicht nur bei euch so, das war auch bei uns so. Und wir haben hier noch eine Reihe von externen Lernbeauftragten, die eigentlich in der Firma arbeiten und gar nicht Lehre machen. Und da standen wir mit dieser Frage für uns und für die, was nun? Die Intuition ist weg, was sollen wir machen? Und da sind wir reingesprungen und haben so ein bisschen geguckt, okay, wie können wir denen jetzt eine Hilfestellung geben und haben so ein paar Ideen auf ein Papier gebracht, haben so ein Schema gemacht, wie wir es auch unseren Studierenden beibringen. Und zwar, guckt euch doch erstmal die Charakteristik an, was wir so machen und dann können wir auch unsere Intuition nutzen. Also erstmal analysieren, was machen wir denn eigentlich? Dafür dann die richtigen Medien auswählen, das zu einem Konzept zusammenbauen und dann müssen wir es nur noch implementieren. Nur noch, ne? Genau, das ist der Punkt. Wir haben uns dabei so ein paar Ziele gesetzt, die uns dabei besonders wichtig sein, wieder auch kommunizieren wollten. Und zwar, dass wir so viel wie möglich Studierende mitnehmen. Das heißt, hohe Flexibilität, hohe Zugänglichkeit. Wenn man zwischen Bandbreiten schweigt, dann doch eher das mit der geringeren Bandbreite nehmen. Aber wenn wir was zusammen machen, dann gezielte Synchronität und diese Quality Time mit den Studierenden nutzen, einen Austausch, eine Interaktion und nicht nur eine Richtung, sondern alle Richtungen und wirklich gut die Zeit nutzen. Ich möchte mit euch einmal diese Schritte durchgehen, und zwar Analyse. Was meine ich denn damit? Die Lehr-Lernelemente, die wir haben, die haben wir mal zusammengestellt. Was uns so eingefallen ist, ist nach der Aktion der Studierenden, nach der Aktion der Lehrenden und wie viele Kommunikationswege es gibt. Das heißt, wenn sich irgendwer dieses YouTube-Video anguckt, dann ist das ein Kommunikationsweg, und zwar ich zu euch. Das haben wir alles in eine Tabelle geschmissen und da sieht man, kann man auch so ein bisschen gucken, was mache ich denn eigentlich? Dann geht es weiter, nächster Schritt, die passenden Medien. Da haben wir uns auch überlegt, was gibt es denn alles so? Klar, Tonaufzeichnungen und sowas. Aber auch eine Struktur zu geben, ist ja irgendwo ein Medium. Da wieder geguckt, welche Kommunikationswege haben wir denn und wie ist die Flexibilität davon? Hoch, mittel, niedrig. Da haben wir wiederum Tabellen gemacht, und zwar eine Liste von allen Medien, die uns eingefallen sind, aber auch die Kombination mit den jeweiligen Elementen und wie man diese Medien erstellen kann. Damit die gesehen haben, okay, wie geht denn das eigentlich? Gut, dann müssen wir das jetzt, können wir das ja direkt an die Studierenden ausliefern. Ganz wichtiger Punkt, die Auslieferung. Und dafür brauchen wir nämlich was. Und zwar Plattformen. Und zwar haben wir ja verschiedene Plattformen. Und zwar sind die wichtig zur Vernetzung dieser Inhalte. Es ist wichtig, dass wir dabei transparent sagen, wie ist das Ganze aufgebaut. Denn wir, in unserem Kopf ist das alles. Aber die Studierenden wissen ja nicht, was wir von ihnen wollen. Und wir sollten ihnen klare Schilder geben und nicht, dass sie den ganzen Wald nicht mehr sehen. Wieder eine Tabelle erstellt mit den einzelnen Elementen und mit den Medien, damit sie einfach sehen konnten, okay, und dann kann ich da auf diese Plattform gehen. Und um das nochmal zu verdeutlichen, haben wir unsere eigenen Beispiele einmal genommen und haben gesagt, okay, und so haben wir unsere 90-Minuten-Veranstaltung genommen und die in verschiedene Slots aufgeteilt. Das machen wir als Video beispielsweise, das als Aufgaben. Und so schaffen wir es, eine Quality-Time mit den Studierenden in einer Videokonferenz zu nutzen. Und so haben wir eine gewisse Inspiration gegeben für die, die einfach nur Lehre so ein bisschen nebenbei machen. Was macht eigentlich diese Herangehensweise? Warum hat es ganz gut bei uns funktioniert? Diese Intuition, die wir haben, das haben wir immer schon so gemacht, das nutzen wir und reflektieren unser eigenes Lehren. Dann gehen wir darauf, das Ganze aktivitätsbasiert zu gestalten und sind somit näher an der Kompetenzorientierung. Und wir probieren Medien nicht deshalb aus, weil wir die Medien haben, sondern weil sie zu dem passen, was wir machen wollen. Was braucht das Ganze? Natürlich noch eine gewisse Beratung und Einbindung. Das heißt, nicht nur denen die Tabellen geben, sondern auch was dazu sagen.
technisch das Unterstützen, vor allem die Erstellung von Medien, die Plattform, wo wir es reinpacken können und natürlich die lokalen Medien und Plattformen, dass wir die dann einbinden. Jetzt habe ich ganz viel von Tabellen geredet und ihr möchtet natürlich wissen, wo ihr das findet. Ihr kriegt das natürlich in Mattermost, da packe ich euch gleich einen Link rein. Hier ist er auch nochmal. Ich freue mich auch über eine Diskussion mit euch. Und jetzt freue ich mich total, den letzten Lightning Talk dieser Summer School mit einem Klaus Söller Glück auf zu beenden. Danke an euch.